Hallo zusammen. Vor kurzem sind einige bekannte Persönlichkeiten aus Deutschland und der Welt gestorben. In diesem Video erzähle ich dir, wer diese Menschen waren. Wenn dir das Video gefällt, lass doch ein Like da und abonniere den Kanal. Der Seriendarsteller Alfio de Benedictis ist im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Wann ist nicht genau bekannt. Er hatte wohl öfter Herzprobleme. Unklar ist, ob das auch die Todesursache war. Er sorgte in den Anfängen von Berlin Tag und Nacht für den großen Erfolg der RTL 2 Daily. Er mimte darin den draufgängerischen Italiener Fabrizio Di Marco. Seine einstigen Berlin Tag und Nacht Kollegen sind in tiefer Trauer. Ich bin schockiert und traurig, dennoch war es eine Frage der Zeit, dass diese Info kommt. Auch wenn dein Herz groß war, funktionierte es schon zu unseren Anfangszeiten bei Berlin Tag und Nacht nicht immer reibungslos, schreibt etwa Pia Tillmann auf Instagram und fährt fort: Danke für unvergessliche Momente und Jahre, für unfassbar viel Spaß, gute Zeiten und gemeinsame Tränen. Ich hoffe, es geht dir gut, wo immer du jetzt bist. Rest in Peace. Am 28. November verstarb der Schauspieler Jack Axelrod im Alter von 93 Jahren in Los Angeles eines natürlichen Todes. Jack Axelrod, der vor allem durch seine Rollen in General Hospital und Grey's Anatomy bekannt ist, begann mit Schauspielkursen an der University of California, Berkeley, bevor er laut seinem Profil auf IMDb Architekt in Washington wurde. Seine Leidenschaft für die Schauspielerei brachte ihn dazu, anschließend einen 6-jährigen Kurs bei der deutschen Dozentin Jutta Hagen an der Schauspielschule Herbert Berghof Studio in New York City zu belegen. Nach seinem Abschluss übernahm Axelrod Schauspielrollen in verschiedenen Theatern und arbeitete nebenbei weiterhin als Architekt. Seinen großen Durchbruch gelang ihm mit der Hauptrolle in dem Woody Allen-Film Bananas. Im Laufe seiner Karriere spielte Axelrod in zahlreichen Fernsehserien und Filmen mit. Unter anderem erhielt er eine wiederkehrende Rolle in General Hospital als Mafia-Boss Victor Jerome. Vielen dürfte er vor allem durch Grey's Anatomy bekannt vorkommen, wo er einen komatösen älteren Patienten namens Charlie Yost spielte, und in My Name is Earl als der Electrolarynx Guy. Darüber hinaus hatte Axelrod Gastauftritte in einer langen Liste von Serien wie Kojak, Dallas, Dynasty, Murphy Brown, Scrubs, Dexter und Shameless. Er war aber auch das erste Chormitglied im Star Trek, Voyager 6. Staffel Folge Muse. Axelrod spielte auch in mehreren Filmen mit, darunter Hancock, Labor Pains, Little Fockers, Fred und Vinnie, Super 8 und Transformers, Dark of the Moon. Am 17. Dezember verstarb der US-amerikanische Schauspieler und Synchronsprecher James McCaffrey im Alter von nur 65 Jahren nach einer Krebserkrankung. Er ist im Kreise seiner Freunde und Familie eingeschlafen. Demnach sei bei ihm ein multiples Myelom diagnostiziert worden, eine seltene, vom Knochenmark ausgehende Krebserkrankung. Seine ersten Rollen übernahm er in den frühen 90er Jahren in Serien wie Viper, New York Undercover oder Swift Justice. Auch in Erfolgsserien wie Sex and the City, Criminal Intent, Verbrechen im Visier, Rescue Me oder Beautiful People war er in teils wiederkehrenden Rollen zu sehen. Seine Stimme ist auch allen Videospielfans sehr geläufig, da er den Computerspielhelden Max Payne in der gleichnamigen Spielereihe einsprach. Auch in dem Spieleklassiker Alone in the Dark war McCaffrey zu hören. Der Schauspieler und Synchronsprecher hinterlässt seine Frau und eine Tochter. Das waren die Promis, die uns vor kurzem verlassen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle für ihr Schaffen bedanken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.